It will clearly take more than one company's efforts to solve our energy problems, but Exxon is helping to solve some of them, because energy is our business. Hey, cooler Gedanke, ExxonMobil. Leider hast du zur Lösung des Problems nicht ganz so beigetragen, wie das vielleicht gut gewesen wäre. Du hast nämlich vor allem dann Energieprobleme gelöst, wenn du damit Geld verdienen konntest. Was nicht so cool ist, dass du niemandem verraten hast, dass du schon in den 70ern wusstest, welche Auswirkungen dein Geschäft mit fossilen Energieträgern auf unser Klima hat. Deine Prognosen waren sogar genauer als die NASA. Und obwohl du es besser wusstest, hast du den menschengemachten Klimawandel in den Jahrzehnten danach gezielt verschleiert. Diesen Vorwurf belegt jetzt auch eine Studie der Harvard University und des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung. Was in der Studie drin steht und wie Exxon 50 Jahre lang Forschung wegignoriert hat, genau darum geht es jetzt. Die Energiekrise hat sehr viele Verlierer. Klarer Gewinner sind aber die großen Ölkonzerne. Fast 200 Milliarden Dollar Gewinn haben die fünf größten davon 2022 gemacht. Mehr als ein Viertel davon das Öl- und Erdgasunternehmen ExxonMobil. Das sind mehr als 100.000 Euro Gewinn pro Minute. Ob Exxon das ganze Geld behalten kann, darüber streitet das Unternehmen gerade mit der EU. Die will nämlich Exxons Zusatzmilliarden über Steuern an ihre BürgerInnen umverteilen. Ob der Ölkonzern sich damit abfinden muss, klärt aktuell der Europäische Gerichtshof. Als großer Player auf dem Energiemarkt wird ExxonMobil gleichzeitig selbst oft verklagt. Im bisher größten Verfahren geht es um die Leugnung des Klimawandels. Die Anklage sagt, Exxon wusste schon 1977 über die Klimafolgen Bescheid und habe damit bewusst Investoren in die Irre geführt. Um sich mal klarzumachen, wie lange das her ist, das war das Jahr, in dem der erste Star Wars-Teil in die Kinos kam und in Frankreich die letzte Hinrichtung per Guillotine stattgefunden hat. Die Geschichte des Skandals beginnt mit ihm. Das ist Klimatologe James Black. Der Wissenschaftler untersucht in den 70ern für Exxon die Auswirkungen fossiler Brennstoffe. Interne Unterlagen beweisen, Black warnt damals schon seine Vorgesetzten vor dem menschengemachten Klimawandel. Passiert ist damals wenig. Inzwischen weiß man, seine Prognosen sind super nah an der heutigen Wirklichkeit. In seinem internen Bericht The Greenhouse Effect schreibt Black 1978, man habe noch 5 bis 10 Jahre Zeit zu handeln. Tja, und das ist jetzt 45 Jahre her. Unter dem Hashtag ExxonNew kursiert inzwischen seit mehreren Jahren der Vorwurf, dass Exxon wissenschaftliche Ergebnisse geleugnet oder vertuscht habe. 2018 reicht die New Yorker Staatsanwaltschaft Klage gegen Exxon ein. People of the State of New York versus ExxonMobil Corporation. Der Vorwurf, der Konzern habe AnlegerInnen jahrzehntelang mit Falschangaben zum Klimawandel bewusst getäuscht. In dem Prozess geht es unter anderem um Blacks Ergebnisse von damals und darum, was der Konzern Exxon aus ihnen gemacht hat. Den genauen Ablauf des Rechtsstreits findet ihr unten in der Infobox. Das wäre jetzt hier zu lang. Kurz gesagt, es gibt unzählige Anhörungen und Beweismittel, Verhandlungstage und Proteste. Am Ende sieht der zuständige Richter keine ausreichenden Beweise für eine Täuschung. Exxon gewinnt. Ja, okay. Und warum ist das jetzt heute wieder relevant, wenn das Urteil seit Jahren gesprochen ist? Naja, die Täuschung der AnlegerInnen konnte damals nicht bewiesen werden. Was der Rechtsstreit der Öffentlichkeit trotzdem mehr als deutlich gezeigt hat, Exxon weiß schon lange, welche Auswirkungen sein Handeln aufs Klima hat. Und das sogar erschreckend genau. Den bislang fehlenden Beweis dafür liefert jetzt eine Studie der Harvard University und des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung. In der haben Forschende 32 interne Dokumente und 72 wissenschaftliche Veröffentlichungen von ExxonMobil analysiert. Ein Datensatz von 1977 bis 2014. Das Ergebnis: 63 bis 83% der Prognosen stimmen heute mit der Wirklichkeit überein. So sehen die Werte aus, wenn man sie übereinander legt. Der leitende Wissenschaftler der Harvard University, Geoffrey Supran, beschäftigt sich seit Jahren mit Exxon. Er sagt zu den Ergebnissen, ein schockierendes Maß an Kompetenz für ein Unternehmen, das dann die nächsten Jahrzehnte damit verbrachte, die Klimawissenschaft zu leugnen. Und genau das ist der zweite große Punkt, an dem Supran forscht. Wie unterscheidet sich, was Exxon intern weiß und was Exxon nach außen kommuniziert? Für eine andere Studie untersuchte er 2017 die PR des Unternehmens, wie zum Beispiel bezahlte Meinungsstücke in großen Tageszeitungen. Noch 1997 behauptete ein solcher von Exxon gesponserter Artikel in der New York Times,
Die Wissenschaft könne nicht mit Sicherheit vorhersagen, ob und wie stark Temperaturen ansteigen. Solche Advertorials, also Werbung in Form von Zeitungsartikeln, hat Exxon in erster Linie verwendet, um die Meinung der Öffentlichkeit zu beeinflussen. Gerade mal 12% dieser Advertorials erkennen den Klimawandel als real und menschengemacht an. Tja, und bei den internen Dokumenten sind es rund 80%. Exxon zeichnet in der Presse also vorsätzlich ein falsches Bild. Das wird noch unterstützt, indem der Konzern seine KritikerInnen klein hält. Exxon kann es sich leisten, Vorwürfe in teuren Gerichtsverfahren in die Länge zu ziehen. Ganz nach dem Motto, AnwältInnen regeln lassen und aussitzen. Und das zum Teil mit fragwürdigen Begründungen. Im Januar 2022 rechtfertigte Exxon sich zum Beispiel vor dem höchsten texanischen Gericht mit dem First Amendment. Wer das Unternehmen wegen seiner Haltung zum Klimawandel verklagt, der untergräbt damit angeblich das Recht von Exxon auf freie Meinungsäußerung. Solche Strategien nutzen Klimawandelleugner häufiger. Wir haben euch die übrigens schon mal in einem anderen Video erklärt. Das findet ihr, wenn ihr hier oben auf das i klickt. Ja, und jetzt? Das Verfahren in New York ist zwar vorbei, aber es laufen noch verschiedene andere Klagen gegen Exxon in den USA. In allen geht es um Entschädigungen für Exxons vermeintliche Leugnung des Klimawandels. In Kalifornien haben zum Beispiel mehrere Städte ExxonMobil und Co. auf die Kosten ihrer Küstenschutzmaßnahmen verklagt. Sie machen die Ölkonzerne für den steigenden Meeresspiegel verantwortlich. Für die noch laufenden Verfahren könnten die Studien von Geoffrey Supran als Beweismittel dienen. Denn er liefert damit die Belege für die Lüge von Exxon, die bei der New Yorker Gerichtsverhandlung noch gefehlt haben. Wir sind hier keine JuristInnen, deshalb keine Erfolgsprognose von uns. Das ist aber vielleicht ein guter Punkt, um noch auf eines hinzuweisen. ExxonMobil ist nur ein Beispiel von vielen. Mehrere Konzerne der Big Oil hatten ähnliche Forschungsergebnisse und verdienen trotzdem seit Jahren weiter ihr Geld mit fossilen Brennstoffen. Total wusste 1971 Bescheid. BP wenig später und Shell hat 1991 sogar eine fast halbstündige Doku mit dem Titel Climate of Concern herausgebracht. Die warnt tatsächlich realistisch vor dem Klimawandel, der Konzern wusste also Bescheid. Die Doku findet ihr übrigens in der Infobox bei unseren Quellen, wenn ihr da mal reinschauen wollt. Die jetzt genannten gehören zu den 25 Ölkonzernen mit den meisten CO2-Emissionen weltweit. Und allein diese 25 Unternehmen machen 35% der gesamtglobalen Emissionen aus. Mehr als ein Drittel hängt also an der Big Oil. Ein Anteil, für den man die Ölkonzerne auch ruhig in Verantwortung nehmen darf. Das fordert zumindest der UN-Vorsitzende Antonio Guterres auf der weltweiten Bühne. Some in Big Oil peddled the big lie. And like the tobacco industry, those responsible must be held to account. Guter Plan. Aber machen wir uns nichts vor. Dass die großen Ölkonzerne wirklich was verändern, passiert nicht ohne gerichtliche Entscheidungen und politische Maßnahmen, die sie dazu zwingen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde denen manchmal gerne entgegenbrüllen, hört doch einfach auf die Wissenschaft. Eine gute Forderung und auch die naheliegendste. Darum ist es auch so wichtig, dass Unternehmen wie ExxonMobil zur Rechenschaft gezogen werden, wenn rauskommt, dass sie wissenschaftliche Belege, die in ihrem Auftrag gesammelt wurden, zurückhalten, um ihre Profite zu schützen. Exxon hat aktiv Erkenntnisse zurückgehalten und falsche Informationen verbreitet. Aber selbst wenn uns alle Forschungsergebnisse der besten Universitäten und Institute vorliegen und uns Analysen wie der IPCC-Bericht ein klares Bild zeichnen, ja, dann passiert halt trotzdem nicht unbedingt was. Die größte Hürde besteht nämlich darin, die Erkenntnisse der Forschung dann auch so in verständliche Sprache zu übersetzen, dass von Bundeskanzler Scholz bis Oma Hilde wirklich jeder checkt, wie ernst die Lage ist. Und für den Fall, dass Oma Hilde das nicht hören will, brauchen wir einen konstruktiven Ansatz. Der heißt Klimakommunikation. Ja, und wie funktioniert gute Klimakommunikation? Das ist tatsächlich nicht ganz einfach und würde hier definitiv den Rahmen dieses Videos sprengen. Wir haben dazu aber schon einige Videos gemacht. Die findet ihr, wenn ihr hier oben auf das i klickt. Es gibt aber auch Offline-Angebote, um sich dazu weiterzubilden. Eine Möglichkeit, Achtung, Empfehlung, ist zum Beispiel das Prio 1 Event vom 12. bis 14. Mai 2023 in der Klimaarena in Sinsheim. Da gibt es alles rund um das Thema Klimakommunikation. Fahrtkosten, Übernachtung und Verpflegung werden gestellt. Das Event ist für euch also komplett kostenlos. Zur Anmeldung findet ihr den Link unten in der Infobox. Wie ist denn eure Meinung zu Forschung und Big Oil? Welche Verantwortung tragen diese Firmen zwischen Geschäft und Wissenschaft? Und kennt ihr noch mehr Beispiele, wo Informationen gezielt zurückgehalten worden sind?
Schreibt es uns auf jeden Fall unten in die Kommentare. Thema auf die Wissenschaft hören klappt ja beim Klimawandel nicht immer so gut. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, findet ihr hier noch unser Video zum letzten IPCC-Bericht und falls euch das Thema Klimakommunikation beschäftigt, darunter noch unsere Playlist mit unseren anderen Videos dazu. Ansonsten sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut.